Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kartenpack-Opening. Und zwar heute mit der Riffex Collection. So habe ich ja jetzt länger keine Karten-Openings mehr gebracht, weil ja die Läden zu waren. Aber jetzt bin ich mal wieder an ein paar Pokémon-Karten gekommen. Und ich dachte, die tun wir jetzt mal zusammen öffnen. Und zwar ist das die Riffex Collection, die zu Pokémon Schwert und Schild gehört. Und es ärgert mich ein wenig, weil ich ja eigentlich vorhatte, ab Schwert und Schild so möglichst alle Karten zu kriegen. Und jetzt war da so lang zu und jetzt kommt ja schon eigentlich bald die nächste Generation von Karten. Also, wie heißt das? Clash of Rebellion oder so. Auf jeden Fall halt die nächste Gruppe. Kriege ich die Karte da raus? Ah. Hier, nimm mit. Die Katze mag. Und dann möchte ich die große Plastikbox. Ja, dann nehmen Sie aber auch mit. Sorry. Hier haben wir einmal die Promokarte. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich wollte ja eigentlich ganz viele ziehen von Schwert und Schild vom ersten. Und jetzt konnte ich das gar nicht. Jetzt suche ich halt noch neben dem, wenn das zweite kommt, das will ich auf jeden Fall auch ziehen, das Clash of Rebellion. Aber wir versuchen natürlich weiter auch mal eine V-Max zu kriegen, weil die haben wir tatsächlich noch nicht. Hier ist auch noch die große Promokarte von Reflex. Hör auf. Entschuldigung. Und genau, die werden wir natürlich weiter versuchen zu ziehen. V-Max und die Giga-Dynamax-Formen. Aber momentan hatten wir ja bisher noch kein Glück. Aber momentan ist es halt irgendwie ein bisschen schwierig, an Karten zu kommen wegen Corona. Und ich würde mein Bestes tun. Aber jetzt gibt es erstmal, Gott sei Dank, wieder ein Pack-Opening. Ich habe hier sind immer vier Booster drin: Sonne und Mond, Stunde der Wächter, Welten im Wandel und zweimal Schwert und Schild. Und natürlich auch einen Code, den könnt ihr gerne haben, wenn ihr wollt. Sehr, sehr. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit Stunde der Wächter an, weil die sammle ich ja nicht oder habe ich nicht gesammelt. Und die öffnen wir dann als erstes, würde ich sagen. Falls ihr noch einen Code wollt. 1, 2, 3, 4. Natürlich freue ich mich trotzdem, wenn da jetzt auch was Cooles drin wäre, aber ist wahrscheinlich nicht. Mal sehen. Wir sollen ja nicht negativ im Voraus denken. Eine Normalenergie, Datignes, Alola Georock, Sonnenkreispodium, Pampuli, Molunk, Melursi, ein Phlegmon, Lorsadin, viele Lorsadin, ein Multitausch und Amphira. Hier war schon mal nichts drin, wo ich mich drüber freuen würde. Probieren jetzt Welten im Wandel. Da habe ich ja eigentlich auch schon angefangen, so richtig zu sammeln. Ich habe dann aber doch nicht so wirklich was Gescheites gezogen. Also ein paar Sachen habe ich schon gezogen, aber nichts, wo ich sage, hammergeil. Hier ist einmal euer Kurt. Aber naja, vielleicht haben wir dieses Mal mehr Glück. Wir haben auf jeden Fall wieder eine Feuerenergie. Ignivo, Floette, Mika, Velursi, Bautz, Paragoni, Magnetilo, Jogglyph, Enteron und wir haben was gezogen. Leute, was haben wir gezogen? Es ist geil, das wollte ich unbedingt gerne noch haben. Das Tag Team von Togepi, Pi und Fluffeluff, oh, ist die cool. Schaut sie euch nur an. Freut mich ja so. Die wollte ich auf jeden Fall um jeden Preis gerne ziehen. Auf jeden Fall einen Hit haben wir. Und noch dazu eine richtig coole Karte, über die ich mich wirklich freue. Jetzt hoffen wir mal noch, dass uns eins dieser beiden Relaxo was bringt. Am liebsten noch eine V-Max, weil die hätte ich gerne noch. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall schon sehr, sehr zufrieden mit dieser
Tag Team, das war nämlich eine der Karten, die ich sehr gerne in Welt im Wandel noch gehabt hätte, weil sie mir richtig gut gefällt. 1, 2, 3, 4. Und ich hoffe jetzt hier auf eine V-Max, weil ich die gerne noch hätte. Oder auf Seisian oder Summer Center. Hier haben wir ein Fournifras. Die Metallplatte. Wollte ich nicht. Oh, ich habe was glitzern sehen. Ich glaube, wir haben noch einen Hit. Hotball. Pikachu. Ich habe da hinten etwas glitzern sehen. Galamauzi. Thermopod. Wolli. Chimpep. Im Galaponita. Und. Ja! Unsere erste V-Max! Leute, wir haben unsere erste V-Max bekommen. Mopeko als V-Max. Juhu! Freue ich mich richtig. Also ich freue mich wirklich sehr, weil es meine erste V-Max ist. Klar, Mopeko ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Pokémon, wo ich jetzt am allerliebsten habe, aber es freut mich trotzdem immens. Bin einfach nur glücklich. Zwei richtig gute Hits, ey. Klar, würde ich mich jetzt auch freuen, wenn da jetzt noch was drin wäre, aber das wäre übertrieben in 3 von 4 Packs ein Hit. Hier ist wieder der Code. Aber hey, das hat sich gelohnt. Diese Ding zu kaufen hat sich auf jeden Fall gelohnt. Gala Gadax, Rotormrad, Lekleon, Flunkiefer, Cotini, Goldini, Dicta, Pionscora, der Entwicklungsrauch und Liberlo. Hier war leider nichts mehr drin, aber ey Leute, wir haben 2 Hammer-Hits. Ich bin immer noch sprachlos. Und 2 Karten, die ich noch nicht habe und die ich auf jeden Fall noch ziehen wollte. Und ich bin echt richtig, richtig glücklich. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen und ich hoffe, ihr findet diese Karte auch so cool wie ich. Und damit würde ich auch fast sagen, beende ich den Part mit diesem Highlight dieser 2 Hammerkarten. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüssi, ich hab euch lieb, eure LA.